Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur weiteren Folge God of War. Okay, so, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Und Tatsache, wir können den Zugangstein herstellen. Ich habe allerdings woanders vermutet, aber na gut, es ist halt so. So, Sindri möchte, dass wir was kaufen. Sindri möchte, dass wir kaufen Ressourcen. Und, glaube ich, dort ganz unten bei den Ressourcen, der Niflheim-Zugangstein. Den kaufen wir. Alles klar. So, der ist gekauft. So. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Die Hauptkammer betreten, das wollen wir machen. Und ich vermute mal, die Hauptkammer ist direkt geradeaus zu, da wo die großen Statuen stehen. Naja, mal gucken. Das heißt, erstmal müssen wir ein bisschen aufräumen. Bringt alles nichts. Nein, nicht ihr schon wieder. Ich hasse euch. Jawohl, nimm das hier. Geht hinterher. Ich zerreiß dich in der Luft, Kollege. Ach, Kratos, du bist schon echt übel drauf. Du bist richtig übel drauf. Oh, gemein. Also komm, hau ihn weg, Mensch. Hau ihn weg. Jawohl, gib's ihm. Jetzt. So. Der liegt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Oh, warte. Oh, warte, mein Freund. So ja nicht. So ja nicht. Ach, das war daneben. Na, klasse. Gut, das war's gewesen. Alles klar. Zunächst wollen wir erstmal hier nochmal die Kisten plündern. Und dann geht's weiter. Nebelechos. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir hier noch alles schön aus diesem Labyrinth rausziehen können. So, da ist noch eine Kiste. Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Mensch, die meinst du ja richtig gut diesmal. Komm her. Ich nehme alles mit, was ich tragen kann. Okay. So, dann mal den Zugang hier irgendwie freimachen. Ja, wir sind drin. Ivaldis Werkstatt. Sehr schön. Wir sind in der Hauptkammer. Jetzt weiß ich gar nicht, reicht eventuell vielleicht meine Zeitleiste gar nicht mehr aus? Oh, Tatsache! Cool! Hier sind ja Kisten ohne Ende! Der Hammer! So, erstmal wird geplündert. Erstmal wird geplündert. Alles mitnehmen, was wir können. Ist das die Rüstung? Ziemlich runtergekommen. Kannst du sie tragen? Nein. Sie ist zu klein und zu alt. Wir bringen sie dem Zwerg. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, das tun wir auch gleich. Aber nicht ohne, bevor wir hier erstmal wieder alles geplündert haben. Die rostige Rüstung brauchte ich ja auf jeden Fall, um mir Rüstungsteile herstellen zu können. Okay, da komme ich nicht ran. Oh, hier sind Weltenrisse. Aber auch die sind noch blockiert. Okay, ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich erst die passende Ausrüstung brauchen, bevor wir da hinkommen. Oh, ich brauche dann... Ich brauche für die Kisten jeweils 2500 Nebelechos, um überhaupt ankommen zu dürfen. Um sie überhaupt öffnen zu dürfen. Oh, weia. Okay, Sindri, mein Freund. Gleich komme ich. Nein, jetzt habe ich die Nebelechos ausgegeben. Wie ärgerlich. Perfektes Artefakt, ja, das ist schön, aber das war mir jetzt gerade gar nicht wichtig gewesen. Ich brauche doch Nebelechos zum Kauf der Rüstung. Oh,
immer relativ zügig wieder Nebelechos ran, daher ist es gar nicht so schlimm. In kleinen Kisten jeweils um die 50 oder sogar 60. In großen Kisten 150 oder sogar manchmal mehr. Okay, so. Das sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Die Frage, die ich mir nur stelle, wird das hier auch zurückgesetzt? Wenn ja, müsste ich ja jedes Mal im Prinzip wieder neue Nebelechos auch hier rausbekommen. Okay, so. Na, ihr seid zurück. Nimm das hier. Richtig gut. Jetzt nochmal verlangsamen. Schnitz dich auf. So, dich hab ich. Jetzt! Hammer! Nicht der Hammer! So, du bist weg! Und noch hier können wir gleich erstmal die neuen Kisten wieder mitnehmen. Das ist schon cool. Es gibt hier jede Menge Möglichkeiten zu farmen. Und wenn man sich sogar noch weiter reintraut, wahrscheinlich sogar noch umso mehr. Weil die Wahrscheinlichkeit dann eventuell durch den Zeitablauf zu sterben oder durch eventuell noch mächtigere Gegner ist natürlich recht hoch. Also daher kann man genauso gut auch hier vorne bleiben. So, weitere Nebelechos gekriegt. Und jetzt aber wieder zurück. Vielleicht können wir schon irgendwie eine Rüstung kaufen. Mal schauen. So, Sindri, ich bin gespannt. Moment, nein, ja. Okay, Brustrüstung. Ich kann sie herstellen, richtig gut. Ivaldis rostige Rüstung habe ich 9. Eine brauche ich nur. Das ist doch, ja, das ist doch mal richtig klasse. Jetzt die Frage, was ist besser? Was ist schöner? Wie möchte ich Kratos ausstatten? Weniger Stärke, dafür mehr Abwehr? Mehr Vitalität? Dafür geht die Abklingzeit und die Runenkraft auch ganz massiv runter. Oder mehr Stärke, mehr Runenkraft und mehr Abwehr. Aber man darf ja nicht vergessen, ich kann sie auch noch aufrüsten. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier die bessere Wahl vielleicht ist. Vitalität wäre auch nicht schlecht. Da habe ich eh nicht allzu viel. Wie ich das jetzt noch runterdrücke, macht das, glaube ich, auch keinen Sinn. Das sieht doch ganz ausgewogen aus. Okay, Kratos, komm her. Todesschleier Schulterrüstung. Gekauft. Ich werde es versuchen. So, ausrüsten. Können wir gleich noch was weiteres, noch was kaufen? Armrüstung. Dazu brauche ich wieder Nebelechos. Und verbessern die Brustrüstung. Brauche ich auch Dunstgewebe. Aha. Und schwelende Glut. Und Nebelechos natürlich. Wobei schwelende Glut kann ich, glaube ich, kaufen. Bei Ressourcen. Gab es da nicht schwelende Glut? Nein, gab es nicht. Okay. Du hast es nicht eilig? Nee, nicht so. Ich würde jetzt schon gerne, wenn ich jetzt schon so weit bin, dann würde ich gerne auf jeden Fall mir die übrigen Rüstungsteile auch noch kaufen können. Aufleveln können wir sie hinterher immer noch. Das ist nicht das Thema. Okay, ihr Pappnasen. Dann kommt mal her. Ich wechsle den Pfeil. Brauchst du nicht, Kleiner. Los geht's. Komm mit mir hier, Kratos. Keine Gnade. Jetzt zerreiß ich dich in der Luft, verlass dich drauf. Hä? Lass das sein. So,
So nicht. Aua. Das tat weh. So, das war's gewesen. Lebensenergie. Kisten aufmachen. Jetzt wollen wir gleich nochmal gucken, ob wir in die Waldis Werkstatt nicht eventuell die Kisten erneut öffnen können. Das heißt ja, alle Kisten werden zurückgesetzt, so wie auch die Gegner. Das würde ja im Prinzip dafür sprechen, dass wir da rankommen. Ausprobieren. Ausprobieren. Nein, leider nicht. Die Kisten bleiben zu. Schade. Schade, schade. Oh, um die zu öffnen, brauche ich aber wirklich hier eine sportliche Anzahl. 7500 Nebelechos. Also hier werde ich echt noch ein bisschen farmen müssen. Mit meinen 373 werde ich wohl nichts anfangen können. Ah, guck mal hier. Kiste übersehen. Gut. Okay. Ja, mehr lässt sich hier anscheinend nicht machen. Alles andere wird dann im Laufe der Zeit gemacht werden. Finde ich ja irgendwie ziemlich cool. Aber wenn man ehrlich ist, wird das Ganze auch ein bisschen gestreckt. Lass das sein! Das war's gewesen. Das war's gewesen. Oh, wo bin ich hier? Ist alles dunkel, ich sehe nichts. Okay. So, die nächsten Kisten öffnen. Ja, finde ich ein bisschen gestreckt. Das Abenteuer ist eigentlich schon vorbei. Jetzt macht man halt hier nur noch Nebenmissionen. Die unter anderem auch dazu führen, dass wir an die Walküren rankommen. Aber okay. Zumindest hat sich der Entwickler ein bisschen was einfallen lassen, dass selbst nach Ende des Abenteuers das Abenteuer nicht langweilig wird. So. Nochmal ein paar Nebelechos abgegeben und weiter geht's. Auf ein neues. Komm her. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht, da vorne. Oh, Niedermetzel. Niedermetzel. So, siehste, geht doch. Geht doch, alles ist gut. Und ich kann jetzt wirklich schon deutlich länger im Nebel bleiben. Das ist schon ziemlich nett. Das ist wirklich schon ziemlich nett. So. Ja, jetzt bringt es eigentlich gar nichts, immer wieder zurückzulaufen. Sollten wir vielleicht mal die übrigen Bereiche auch mal erkunden. Nein, weiter. Fast mal draufgegangen. Guck mal, hier war noch eine Truhe. Auf da. Okay. Ja, mach hin. Mach hin. So, eine Zwischenkammer. Ich wollte gerade sagen. Weitere Truhe. Das ist gut. Immer her mit den Mädchen. Okay. Nächste Kammer. Du bist schon mal weg. Du bist schon mal weg. Ein Thema. Ich habe einfach mal kurz die Zeit. Na Quatsch. Hinter dir! Also
bemerkt. Komm, klatsch nieder. Aua. Vorsicht, hinter dir. Lebensenergie. Bruder. Das ist das, was ich meinte. Ich kann doch nicht. Bam. Dich hab ich, dich hab ich. So, wo bist du? Wo bist du? Aus da. Der zerquetscht. Kratos. Schwein gehabt. Ja, ich würde sagen, das war doch mal gut. Zwar knapp, aber gut. Okay, weitere Nebelechos rausholen hier aus der Kammer. Okay, sehr nett. Oh, fast schon. 800 Stück zusammen. Ich glaube, die sollten wir auf jeden Fall nur sichern gehen. Okay, hier gab es auch nur zwei Kisten, ja? Sieht ganz danach aus. Und zurück. Gut. Hauptkammer. Die 1000 Nebelechos auf jeden Fall erstmal sichern. Die müssen definitiv gesichert werden. Gut, gut. So, nächster Durchlauf. Also ich glaube, ihr seht schon, wohin das Ganze führt. Ich würde sagen, wir werden hier auf jeden Fall noch diesen einen Durchgang, werde ich euch noch zeigen. Nein, nicht diese komischen Viecher. Was ist das denn? Passt mal auf. So ja nun nicht. Richtig gut. Ja, die wild kicken. Ekelhund. Ja, spuckt irgendein Zeug. Wo bist du? Mit dir. Alles klar. So, Kiste plündern. Ja, diesmal war die Ausbeute nicht allzu groß gewesen. Eine Kiste gerade mal. Die Hälfte meiner Lebensenergie ist weg. Na, das müssen wir wahrscheinlich nochmal machen. Das kommt nicht so gut. So, die sind auch gesichert. Und erneut. Also, um hier wirklich alles zu kriegen, muss man anscheinend echt ein bisschen farmen. Kein Thema. Nimm den hier. Jawohl. Jetzt geht's hier. Und aus dem Leben mit dir. Bam. Dir, Bruder. Bin schon weg, bin schon weg. Was hast du nur sonst getan? So, ziemlich nett.
Ja, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich diesen Durchlauf euch noch zeigen. Danach werde ich ein bisschen selber farmen. Damit ich dann alles zusammen habe. Das wird sich wahrscheinlich noch so einige Zeit hier hinziehen. Wenn ich dann alles zusammen habe an Nebelechos, dann können wir gerne zu Sindri gehen, alles aufwerten und dann weitermachen. So, die sichere ich kurz. Okay, wieder zurück. Auf ein neues. So. Du Dunkelalb, weg mit dir. Das sieht doch gut aus. Was heißt noch nicht bereit? Wir haben sie alle. Sportliche 194 Nebelechos. So, gab es nur zwei Kisten? Eine dritte sehe ich nicht. Na gut, dann nochmal weiter. Oh, oh, das wird nix. Auf! Kiste. Auch gleich eine große, wie schön. Noch eine weitere große Kiste. Alles klar, sehr fein. Oh, es sind jetzt schon 500. Das hat sich jetzt schon mal auf jeden Fall gelohnt. Gut, gut. Und zur nächsten Hauptkammer. Aber nicht ohne die Kiste mitzunehmen. So. Okay, dann kommt mal her. Ihr Ratten. Ihr Ratten. Du wirst zerquetscht. Du wirst zerquetscht. Dafür sorge ich. Na Quatsch. Komm her. Zieh das Ding davor. Richtig gut. Richtig gut, Kratos. Oh nein. Schwer verletzt. Nicht so wirklich. Okay. Großer, die machst du alleine fertig. Ich hab grad ein kleines Problem mit Lebensenergie. Knapp. Okay. Erneut fast 1000. Jetzt ist die Frage, von wo kamen wir denn her? Ich glaube aus der Richtung, oder? Doch ja, das war die Richtung. Okay. Genau. Hier sind wir richtig. Okay, Leute, auch die sind gesichert. Ziemlich nett. Ja, ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen farmen. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder, wenn ich genug zusammen habe, sodass es auch wieder weiter losgehen kann. Leute, ich sage, habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ein Däumchen in den Kommentar. Es wäre richtig klasse, auf diesem Wege nochmal von euch zu hören. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Euer Alien One Hunter. Bye.